Hallo meine Süßen, wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich gerade in Dänemark, was ihr da vielleicht an dem ganzen Wasser und so kennen könnt. Und ja, also wir sind im Urlaub und ich fliege hier halt weg, aber ist jetzt auch egal. Ich habe extra meine Kamera mitgenommen, dass ich auch hier ein paar Videos für euch machen kann. Und das Video ist jetzt einfach nur ganz kurz dazu da, um euch endlich zu sagen, wer bei meinem Giveaway gewonnen hat. Erstmal, wir haben einfach mal 218 Leute eine E-Mail geschrieben und die waren echt wirklich lang. Also ich habe wirklich richtig viel Zeit dazu gebraucht, um überhaupt alles durchzulesen, und ganz viele haben mir auch Fotos mitgeschickt und ich habe mich richtig, richtig doll darüber gefreut. Und ich habe dann im Endeffekt einfach alles, alle, die ich am besten fand, das waren im Endeffekt 20 Stück, habe ich mir die Namen auf... Oh, ich fliege weg. Habe ich mir die Namen aufgeschrieben und habe dann die alle auf ein Zettelchen gemacht, zusammengelegt und dann jemanden rausgesucht, weil es echt an sich so einfach nur so sich zu entscheiden war einfach zu schwer, weil ihr habt wirklich so, so, so süße Sachen mir aufgeschrieben. Und wirklich, ich habe mir auch wirklich alle durchgelesen und einige haben mich auch wirklich sehr, sehr, sehr berührt. Und auch generell war es echt mal wirklich schön von so vielen, ich meine, es waren 218 Menschen, kurz ein paar Dinge zu erfahren. Schon alleine nur, dass ihr mir sagt, was das für euch bedeutet und wo ihr herkommt und so. Ich meine, jetzt weiß ich quasi von 218 Leuten, die mich mögen, mehr als vorher. Und ja, das hat mich echt richtig gefreut. Aber um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, dass ich hier nicht noch wegfliege und weil mir auch ziemlich kalt ist. Und zwar gewonnen hat letztendlich Emily Mühlenberg. Mühlenberg. Und zwar, sie ist 14 Jahre alt und wohnt in der Nähe von Berlin und hat mir auch ein Bild mitgeschickt. Ist ein voll ganz süßes, hübsches Mädchen und hat mir dann halt erklärt, was für sie respektiere Leben bedeutet und halt hauptsächlich, dass es für sie was mit Vegetarier sein zu tun hat und dass sie auch Vegetarierin ist und alles sowas. Und ein Auto. Ja. Und also es war wirklich, wirklich nicht leicht, irgendwas rauszusuchen. Echt nicht. Ihr habt so viele süße Sachen geschrieben und ich bin euch wirklich dankbar dafür. Und jedenfalls, der Gewinner ist halt, habe ich ja gerade schon gesagt, Amelie Mühlenberg. Und ich werde dich auch gleich noch anschreiben, also dir eine E-Mail schreiben, damit ich dir das sagen kann. Und das Einzige, was du halt davon wissen solltest, dass es erst in 2 Wochen weggeschickt wird. Weil ich ja noch, oh mein Gott, hier fliegt gerade die Tür auf, egal. Weil ich ja noch für 2 Wochen in Dänemark bin und das, ach so, wenn ich zu Hause bin, losschicken kann. Und wie ihr sehen könnt, ist das Wetter auch nicht gerade berauschend, aber ich hoffe, das wird noch besser. Vorhin hat es die ganze Zeit geregnet, aber ich dachte mir, wenn ich schon in Dänemark ein Video mache, dann muss ich das auch draußen machen, weil dem das Licht eigentlich auch ganz in Ordnung ist. Und ich sehe gerade total fertig aus, aber egal. Oh Mann, so. Also, jedenfalls wirklich, egal, ich lasse meine Haare jetzt einfach wehen. Danke für alles, was ihr mir geschickt habt. Und, ich hebe die auch alle auf, damit ich irgendwann mal, wenn es mir nicht so gut geht, mir die durchlesen kann, weil die echt so süß und aufbauend sind, eure Texte. Und ja, ich habe mich echt richtig, richtig gefreut, dass so viele mitgemacht hätten. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich 218 Nachrichten bekomme. Und Haare. Ja, ich mache euch hier noch ein paar Videos. Wenn es besser wird, mache ich euch noch ein paar Outfit of the Day Videos. Mit Sommer dachte ich eigentlich. Aber ja, oh, jetzt wird es langsam kalt. Ich habe nur ein T-Shirt an. Also, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag. Und es tut mir wirklich leid, wenn ihr nicht gewonnen habt und deswegen jetzt traurig seid. Aber wenn ihr das T-Shirt einfach unbedingt haben wollt, dann schaut einfach bei Wir sind hier vorbei. Da bekommt ihr das und das ist auch echt gar nicht teuer. Und wenn es euch gefällt, dann ist es das einfach wert. Und ja, ich mache auf jeden Fall, verspreche ich euch, wenn ich 25.000 Abonnenten bei YouTube habe, dann bekommt ihr wieder einen Giveaway und dann vielleicht mal ein etwas größeres. Aber das ist noch ein bisschen. Ich habe jetzt circa, ich glaube, 14.000 und für ein bisschen. Aber wir packen das. Und dann bekommt ihr wieder ein Giveaway, das verspreche ich euch. Okay, meine Süßen, ich habe euch lieb und danke nochmal für die mittlerweile schon 14.000 Abonnenten und einen ganz fetten Kuss. Und ich sehe heute scheiße aus, aber das ist egal. Okay, tschüss.